begrüßen Sie den Sohn der Stadt, der heimkehrt heute am Sonntag, 7 Tage nach der Zieldurchfahrt von Abu Dhabi. Herzlich willkommen, Sebastian Vettel. Hallo. Sebastian, ich komme mal auf die andere Seite. Sebastian, natürlich als Hausherr und Heppenheimer erst einmal eine echte Begrüßung in Hessisch. Ja, also ich bin im Moment ein bisschen baff. Mit so viel Leid hätte ich nicht gerechnet. Nein, ist wirklich, also ja, die Woche jetzt, bis dass ich hier stehe, war ziemlich anstrengend, aber ich bin wirklich, also leider können ja nicht alle hier oben stehen und das mal sehen, aber es ist wirklich, haut einen fast um. Also vielen, vielen Dank. Alle die Hände hoch. So, das ist jetzt für sein heimisches Fotoalbum sein Heppenheim mal aus der Sebastian Vettel Perspektive. Sebastian, wo kommen diese Bilder eigentlich hin? Die sind jetzt erstmal am Telefon und dann habe ich mir gedacht. Dann bei mir zu Hause ins Schlafzimmer natürlich. Sebastian, 7 Tage ist es her. Wenn du das jetzt siehst, Vettelheim, Heppenheim, Hessen, Deutschland, kannst du das vergleichen mit den Momenten, als du auf dem Siegerpodest von Abu Dhabi warst und die deutsche Nationalhymne gehört hast? Nein, ist natürlich viel besser hier. Also so viele Leute waren ja natürlich nicht in Abu Dhabi, aber ja, es ist unglaublich. Ich meine, vor allem ist das ja meine Heimatstadt und viele Gesichter, die ich wahrscheinlich kenne, die ich jetzt zwar nicht erkenne von hier oben, weil sie zu weit weg sind, aber trotzdem ist es natürlich was Besonderes. Ich meine, man reist durch die Welt und teilweise, ja, wenn man ein Rennen gewinnt, gibt es auch Applaus, aber wenn das vom heimischen Publikum ist, ist das nochmal was ganz anderes. Da unten sind ziemlich kräftige, Sebastian, Menschen, die rufen. Die kennst du? Ja, die Gruppe jetzt nicht, aber ich meine, ich habe schon ein paar Gesichter gesehen, die ich schon mal, auf jeden Fall schon mal gesehen habe. So groß ist Heppenheim ja auch nicht. Also. 26.000 Einwohner, aber eine Stadt, die jetzt vom Nordpol zum Südpol weltbekannt ist. Wie stolz macht dich das als Heppenheimer? Ja, extrem stolz. Also als Heppromer Bub. ja, ich glaube. Sind das die Benzema? Das ist ja die große Rivalität, ne? Bensheim, ja, und Heppenheim. Aber ich glaube, mehr Scherz ist halber. Also, ich glaube, es ist ein unheimlich schöner Fleck. Im Moment ist zwar das Wetter nicht so toll. Im Sommer, als ich da war, war es schöner. Aber ich glaube, wir alle wissen, was wir an Heppenheim haben. Scheißes Wetter, Schreiter. Hat er recht. Es regnet ja auch nicht. Sebastian, du wirkst sehr frisch, ausgeschlafen, gestern noch im Auto gesessen, davor der Tag auch im Auto gesessen. Hast du dich jetzt im Auto erholt, aktiv erholt? Ja, es war ruhiger. Also, ich meine, natürlich ist es anstrengend, man hat den ganzen Tag zu tun und es wird den ganzen Tag getestet, aber es gibt nicht so viele Fragen, die man beantworten muss. Von daher war das ganz gut, aber ich war schon müde und es war, glaube ich, ganz gut, dass ich heute Nacht mal endlich ausschlafen konnte zum ersten Mal nach letzter Woche. Aber ja, ich glaube, es gibt schon noch die eine oder andere Nacht, die auf uns zukommt, wo kräftig gefeiert wird auch. Sebastian, eine Woche später, die Bilder sind um die Welt gegangen von dir in Abu Dhabi.
Hast du es jetzt realisiert? Weißt du es jetzt? Ich weiß, den WM-Pokal muss man, glaube ich, relativ schnell abgeben. Man bekommt den erst am 10. Dezember dann offiziell von der FIA auch erreicht. Erst dann ist man sozusagen auch offiziell Weltmeister. Aber als kleiner Fußballer nimmt man ja immer so einen Pokal mit ins Bett. Durftest du das schon? Naja, unser Pokal wurde dann erstmal rumgereicht, weil jeder was davon haben wollte vom Sonntag. Aber den Pokal, wo es drauf ankommt, den gibt es am 10. Dezember in Monaco. Ja, und das ist, ich meine, mittlerweile, glaube ich, ist es schon ein bisschen eingesunken. Wenn man dann mal eine ruhige Minute hat, wo man auf dem Bett sitzt oder irgendwo seine Ruhe hat und dann, ja, dann greift man sich an den Kopf und denkt sich, Mensch, das gibt's doch gar nicht, das ist ja wirklich wahr. Man denkt eigentlich die ganze Zeit, hoffentlich weckt mich jetzt keiner auf. Und na, ich glaube, dann am 10. Dezember die Trophäe in der Hand zu halten, von der ich immer geträumt habe, wird, glaube ich, nochmal was ganz, ganz Besonderes. Sebastian, das Besondere auch an deiner Leistung dieses Jahr war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir denken mal an den Sommer, wo viele schon an dir gezweifelt haben, viele Experten auch an dir gezweifelt haben. Aber du hast immer das Motto gehabt, gib niemals auf, glaub an dich selber. Ist das auch das Quäntchen gewesen, was dir vielleicht am Ende auch das Quäntchen Glück gebracht hat, um Weltmeister zu werden, dieser Glaube? Absolut. Also es war kein einfaches Jahr, wie angesprochen. Wir hatten ja einige sehr, sehr gute Momente, aber auch Momente, wo es vielleicht nicht einfach war, wo ja, viele Leute versucht haben, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber ich glaube, es war dann wichtig, dass man weiß, dass man auf der einen Seite so viele Fans hat. Ich meine, im Sommer war ich ja hier, da war ja auch die Butz los und viele Leute. Die Butz los. Wenn man dann sieht, dass einfach so viele Leute zu einem halten, die Daumen drücken und auch vom Team immer an einen glauben, dann fällt es einem selbst auch leichter. So fand ich das zumindest, selbst an sich zu glauben. Und das war, glaube ich, ganz entscheidend bis zum Schluss. Und zum Schluss, also gerade so hat es ja noch gereicht. Und ja, jetzt sind natürlich alle sehr, sehr glücklich. Die ganze Welt, die ganze Formel-1-Welt, die ganze Sportwelt verneigt sich auch vor dir als fairem Sportsmann. Einer deiner schärfsten Konkurrenten, Lewis Hamilton, hat dir als einer der ersten noch auf der Auslaufrunde gratuliert, hat dir in die Augen geschaut. Immer ganz wichtig bei Sebastian Vettel, klarer Blick in die Augen. Du hast gesehen, er meint es ernst. Jenson Button auf dem Siegerpodest auch. Das Land des Fair Plays, England, zieht vor einem deutschen Sportler den Hut und sagt, er hat es sich verdient. Das ist auch letztendlich das, was am Ende übrig bleibt. Du bist sozusagen auch nicht nur Weltmeister, du bist auch Meister der Herzen. Ist das noch schöner? Naja, ich glaube, wenn das beides zusammenkommt, dann ist es was Besonderes. Ich meine, als Vize dann rauszuspazieren und als Meister der Herzen betitelt zu werden, das stinkt einem dann schon, aber es war ganz wichtig an dem Sonntag, aber auch generell, viele Fahrer sind im Nachhinein gekommen, haben gratuliert. Letzten Endes sitzen wir alle im gleichen Boot und jeder möchte und will gewinnen. Im Endeffekt kann es nur einer, aber ich glaube, es gehört dann dazu, dass man auch den nötigen Respekt zeigt und das macht es für einen selbst dann auch noch viel schöner, wenn man weiß, dass man sich fair und hart erkämpft hat und jeder andere es einem gönnt. Logischerweise wäre es gerne selber, aber trotzdem, sag mal, das akzeptiert. Fernando Alonso hat sich ein bisschen schwer getan am Sonntag. Der hat mir noch nicht gratuliert. Der hat noch nicht gratuliert, immer noch nicht. Ja? Auch, nein, aber das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Das muss man verstehen, glaube ich auch. Der war sich sehr, sehr sicher eigentlich, dass er mit Ferrari das Ding nach Hause fährt und war dann tief enttäuscht. Ne? Das hat man ihm angemerkt. Ja, also Heprom hat es ihm weggeschnappt. Sebastian, lass uns noch ein bisschen nach vorne gehen. Dann natürlich, was die Menschen hier auch schon im Vorfeld gesagt haben. Deine Gefühlsstärke als Sportler, vielen gar nicht bekannt, aber dann Tränen im Auto. Du hast selber gesagt, als ich das hinterher gehört habe, das klang wie ein kleines Mädchen, was da vor Glück geschrien hat, geweint hat und dann diese Tränen auf dem Siegerpodest, wo du eigentlich deinen Gefühlen freien Lauf gelassen hast. Und wenn man sich umhört, ist es das eigentlich auch, was Menschen, die überhaupt noch nichts mit Sebastian Vettel oder mit der Formel 1 in Deutschland zu tun gehabt haben, ganz tief berührt haben.
Ist das auch typisch Vettel, diese Gefühlsstärke, diese Echtheit? Du sagst immer, ich bin kein Schauspieler, ich bin Rennfahrer. Ja, ich glaube, man ist, wie man ist. Und das habe ich immer gesagt. Also, wenn man es kann, sich zu verstellen, dann ist man ein Schauspieler. Aber das bin ich nicht, sondern ja, ich habe unheimlich viel Spaß daran, im Kreis zu fahren. Und scheinbar, ja, klappt das ganz gut. Sonst wären auch heute nicht so viele Leute da, aber... In dem Moment weiß man natürlich erstmal gar nicht, was man überhaupt denken soll. Und ich glaube, dann ist man einfach man selbst. Und der eine reagiert dann mit Tränen, der andere lacht, der andere, ja. Ich glaube, jeder, der vielleicht in so eine Situation kommt, freut sich. Aber in dem Moment, wo ich über die Linie gefahren bin, wusste ich ja noch gar nicht, dass es wirklich reicht. Also ich hatte eine Ahnung, weil mein Renningenieur, mit dem man immer am Funk verbunden ist, war die letzten 10 Runden sehr... ja, aktiv und lebendig. Und ich dachte mir schon, Mensch, das gibt's doch nicht. Normalerweise hält er die Klappe. Jetzt quatscht er mich die ganze Zeit zu. Scheint vielleicht nicht schlecht zu stehen. Und habe auch ab und zu in den Bildschirmen gesehen, dass da ein Ferrari hinter einem Renault hängt. Aber ich habe dann gesagt zu mir selbst, okay, jetzt weiter. Ja, wir haben eben schon auch festgestellt, hier gibt's ganz viele Petrov-Fans. Petrov-Fans, ja. In Deutschland. Ja. Ja, weil letzten Endes wusste ich von Anfang an, und das war auch die Einstellung, mit der ich ins Rennen gegangen bin, dass wir führen die Meisterschaft nicht an, nicht vor dem Rennen. Und wir müssen schauen, dass wir das Ding hier gewinnen und der Rest liegt leider mal nicht in unserer Hand. Und als ich dann übers Ziel gefahren bin, kam an den Funk und hat gemeint, okay, dann dachte ich schon, scheiße, jetzt hat es nicht gereicht. Sagt sieht man nicht, als Hesse scheiße? Ja, das sagt man überall in Deutschland. Und... ja, dann dachte ich schon im ersten Moment, Mist, das hat nicht gereicht. Und dann kam er doch und hat gesagt, okay, wir müssen die Reihenfolge abwarten. Und dann, als er dann den Funk aufgemacht hat und die Plätze durchgegangen ist und zum Ende geschrien hat, Weltmeister, dann ist erstmal alles stehen geblieben. Und dann weiß man gar nicht, wie man sich jetzt verhalten soll, wie man sich fühlen soll und dann kommt es einfach aus einem raus. Sebastian, ja, seine Augen strahlen. Sebastian, wie ist es, du bist jetzt in eine Riege in Deutschland im Sport aufgerückt, auf Augenhöhe mit Michael Schumacher, mit Boris Becker, Steffi Graf, Franz Beckenbauer, auch unwirklich, du schüttelst den Kopf, aber es ist ein Sportheld letztendlich dann auch geboren. Wie wirklich oder unwirklich ist es für dich? Ja, unwirklich, weil... ich meine, es ist... na, unwirklich, weil... ja, ich meine, man setzt sich ja, ich denke, jeder, egal jetzt im Sport oder im Beruf, ein Ziel. Und ja, wenn man dann sich überlegt, Mensch, man hat dieses Ziel jetzt erreicht für den Moment, ist ein ganz komisches Gefühl. Man weiß gar nicht, wie man sich da verhalten soll. Und es sind wirklich dann, ist die Zeit, die man hat für sich, wo man dann erst anfängt zu verstehen, was eigentlich das jetzt bedeutet. Und auch das Echo, ich meine, es ging ja dann direkt zurück. Kurzer Stopp in München, dann weiter nach Salzburg, dann nach England und dann wieder zurück in die Wüste. ja, einfach zu sehen, ich meine, auf jeder deutschen Zeitung auf der ersten Seite war mein Gesicht. Ob das jetzt was Gutes ist, sei dahingestellt. Aber es ist schon ein bisschen schwer, das dann im ersten Moment zu fassen. Weil, ich meine, letzten Endes... bin ich ein ganz normaler Bu, wie alle, die hier auch sind, oder ganz, alle, ich meine, komme aus Heppenheim und ja, ganz normal aufgewachsen und ja, ich glaube, dass das Wichtige ist aber, dass man im Endeffekt so bleibt, wie man ist. Also, Heppromer. Sebastian, gerade